In diesem Video erfährst du, was du bei Masken genau beachten musst nächste Woche, wie du auf die neuen Fakten reagieren kannst und was für dich wichtig ist zu wissen zu den neuesten Ergebnissen, was den Virus betrifft. Mein Name ist Frank Buffler, bin seit 13 Jahren Apotheker und in diesem Video möchte ich dir einfach mal die Fakten auf den Tisch bringen. Maskenpflicht besteht ab nächster Woche für alle und das Schöne ist, es ist einfach so geregelt worden, dass alles verwendet werden kann. Vom Schal hin bis zu den ganzen, die selber gemacht werden, bis zu den OP-Masken oder den FFP-Masken. Aber wichtig zu wissen ist, dass ein Eigenschutz nur bei diesen Atemschutzmasken gewährleistet ist und ein Fremdschutz dann im Endeffekt von den OP-Masken sichergestellt ist, aber im Endeffekt von den ganzen Masken, die jetzt hergestellt wird, wenigstens eine Tröpfchenreduktion ausgeht und das bedeutet für dich, wenn du in ein Geschäft gehst, musst du das anziehen, aber ich bin froh, dass wir endlich ein paar Lockerungen einfach haben und deswegen mein Appell, tragt egal was, tragt die Masken. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann stellt mir die auf jeden Fall in den Kommentaren. Es gibt ja Kitas, die immer noch nicht geöffnet haben, die Schulen und so etwas. Was ist da wichtig zu beachten? Meiner Meinung nach ist ein weiteres Schließen dieser Einrichtung nicht mehr zu akzeptieren. Wir müssen natürlich hier schlaue, intelligente Maßnahmen erstmal erarbeiten. Das bedeutet, für mich heißt es eigentlich, dass Schulen und Kitas viel länger öffnen müssen, als sie bis jetzt geöffnet haben, um die Eltern und Großeltern so zu entlasten, dass die Kindergärten und Schulen, dass die Länge dort einfach höher ist in der Verweildauer, weil dann die Kranken und Schwachen Großeltern einfach auch nicht in die Bresche springen müssen. Das heißt für dich, meiner Meinung nach, müssen wir hier auch die sozialen Kontakte für die Kinder wieder fördern, weil ohne das geht es nicht. Und man sieht im Moment, dass der Virus für diese Gruppe nicht so gefährlich ist und eine Herdenimmunität ohne Kinder geht nicht. Deswegen mein Appell, kämpft dafür, dass Kitas und Schulen wieder geöffnet werden unter bestimmten Bedingungen, weil wir brauchen einfach den sozialen Kontakt für alle, weil nur so können die Kinder auch voneinander lernen und Kinder gehören unter Kinder. Das ist ganz klar. Valide Daten, was ich euch einfach sagen will, welche validen Daten gibt es im Moment in Deutschland? Es wird ja immer von der Reproduktionszahl gesprochen, es wird immer von den neuen Infektionen besprochen. Ich will euch nur mal was sagen, also so habe ich es bei der Mathematik gelernt. Wenn du Zahlen hast, die du nur annimmst, also die nicht valide wirklich so untermauert sind, weil eine Dunkelziffer da ist oder weil das noch nicht ganz genau deklariert ist, dass du im Endeffekt eine Zahl nimmst und man weiß es nicht und multiplizierst oder teilst sie oder bearbeitest sie mit einer anderen Zahl, wo man auch nicht weiß, ob die stimmt und dann denkst du, das Ergebnis ist richtig. Ich persönlich denke einfach, das kann nicht sein und solche Studien wie in Heinsberg oder in München werden ja auch eine große Studie gemacht, brauchen wir einfach mit validen Daten, mit Fakten. Ja, auf diesen Annahmen werden Entscheidungen getroffen, das ist nicht zielführend. So, also durch die Zahlen ist klar, es ist kein Killer-Virus. Es ist kein Killer-Virus für die meisten Menschen in Deutschland. Und wir müssen dort einfach Maßnahmen haben, um einfach wieder da nach vorne zu gehen. Ich kann da auch zu, ja, nicht mehr im Moment sagen, außer dass wir erstens mit Remdesivir einen Wirkstoff haben, der sehr gute Erfolge gezeigt hat. Ich habe im Februar hier schon zu berichtet, das ist das Ebola-Präparat. Und die passive Immunisierung, dass wir die endlich mal nach außen transportieren, weil der Staat wartet im Moment auf einen Wirkstoff und auf einen Impfstoff. Das ist das, was alle Maßnahmen jetzt, die gemacht werden, worauf das Ganze fußt. Und es kann nicht sein, wenn schon Dinge da sind, wie passive Immunisierung und ein Wirkstoff, der gute Zahlen macht, dass man nicht sagt, hey, komm, fokussieren wir uns auf das und sagen das allen. Ja? Also, deswegen, lasst uns gemeinsam stark sein, lasst uns gemeinsam nach vorne gehen, lasst uns gemeinsam Lösungen erarbeiten, die uns auch wieder näher zusammenführen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht, oh, die Verschwörung oder oh, nur die und die Position. Wir haben alle mit einer Extremsituation zu tun. Es gibt keine 100%ige Wahrheit, aber wir müssen verschiedene Dinge jetzt mal anpassen und gucken, dass wir das alles wieder ein bisschen in die Normalität führen. So, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, abonniere auch gerne meinen Kanal und teile das mit so vielen, wie du möchtest. Ich freue mich von dir das nächste Mal zu hören. Mach's gut, dein Frank.